Er weiß nicht, ob er jetzt hier rüber sich traut. Aber er war gerade auf dem Parkplatz gegangen. Ach so. Und deswegen verstehe ich nicht noch. An der Via Sandra bin ich schon einmal abgeblitzt. Heute sollte es aber mit der Tour klappen. Wir sind in Zeniger gestartet, überqueren die Ponte Romana und die Straße und befinden uns nun auf dem Zustiegsweg zum Monte Colt, respektive auf dem langen Abstiegsweg vom Paolo-Sektor. Hier die rechts vom Monte Colt liegende Wand im Überblick. Ziemlich weit rechts befindet sich die Route. Vom Hauptweg zweigt man dann bei einer ganz leichten Kurve nach rechts ab, folgt einem unscheinbaren Pfad auf den untersten Teil der Wand zu und quert dann ein bisschen vor dem Wandfuß bzw. am Wandfuß nach oben. Wenn man hier alles richtig gemacht hat, findet man auch den angeschriebenen Tourennamen. Fertig machen und los geht's. Kurz geht es am gelben und rauen Fels steil nach oben. Immer das Gleiche, kaum steht man drin, kommt es einem steiler vor. Dann ist man am Beginn einer nach links aufwärts ziehenden Fünferrampe. Im Nachstieg in der gleichen Passage. Auf der Rampe ist noch alles easy. Die Krux an dieser Stelle und der erste Rausschmeißer der Tour lauert am Ende der Rampe. Ein kleiner Überhang, 6 minus bis 6, der zwingend geklettert werden muss. Hochtreten, rechts einen kleinen Griff nehmen und in die dicke Schuppe rein. Dann dürfte es für die ein oder anderen unter uns ein bisschen technisch werden. Ein zu Beginn sehr gut abgesicherter Quergang im Schwierigkeitsgrad 7- oder 6- A0. Mensch, die Frau Heinz mit den weißen Fingern wird mir noch folgen. Nicht zu unterschätzen ist dann auch der steile Pfeiler nach dem Quergang, ein guter Sechser. Hier klettere ich schon in der dritten Seillänge einer steilen Verschneidung, die dann nach oben in eine nach links ziehende Rampe mit einem dahinterliegenden Riss übergeht. Das war meine Umkehrstelle beim ersten Versuch. Meine Kumpels haben nämlich gemeint, dass ich für diese Tour keinen Cam brauche. Und da habe ich dummerweise darauf gehört. Denn ein Cam passt wunderbar in diesen Riss, soviel ich weiß, entweder grün oder rot. Dann ist die Stelle perfekt abgesichert und überhaupt kein Problem. Ohne Cam und im Falle eines Sturzes würde man sonst einen ordentlichen Abflug machen. Ja, da ist so glatt, gell? Ja, ja. Da habe ich mich damals nicht traut, also. Ich hab die Kraft nicht, merke ich. Ja, mit dem Cam ist natürlich super abgesichert dann, weißt? Ja, ja. Aber den musst du ja erst mal rausbringen. Jo. Weiter geht es mit einem kleinen bauchigen Aufschwung im 6. Schwierigkeitsgrad. Und mit diesem super rauen und steilen 6-Wändchen. Super Kletterei, aber ganz schön anhaltend.
Die fünfte Seillänge ist dann ein bisschen unübersichtlich, da hier die Route kurz mit der Linea Magica zusammenläuft. Ich bin die Seillänge zu kurz geklettert und am Stand der Linea Magica gelandet, was mir zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht bewusst war. Zum einen durfte meine Seilpartnerin hier dann ein bisschen unangenehm zum Stand queren. Jetzt an den großen Griffen runter. Runterlassen auf den unteren. Zudem habe ich den zweiten Teil der fünften Seillänge dann schon für einen Teil der sechsten Seillänge gehalten. Da darfst du jetzt überlegen, ich bin jetzt da dummerweise hoch und dann bin ich wieder runter und dann bin ich da durchgerobbt. Jetzt tut mir meine Knie weh. Die Knie weh. Du brauchst ja gar nicht gehen. Ja, jetzt musst du wieder auch wieder. Ja? Jetzt musst du wieder auch wieder. In der Erwartung, dass es jetzt nur noch leicht nach oben geht, habe ich dann meine Seilpartnerin vorgeschickt. Und die durfte dann erstmal diesen kleinen 6x6+ Überhang klettern. Hat sie dann auch irgendwie geschafft. Puh. Ah. Na ja, aber die hat es jetzt schon in sich gehabt, die Tour, gell? Letztendlich haben wir damit diese wunderschöne Tour gemeinsam gemeistert. Das sehe ich schon. Frau Heinz will jetzt hier im Wind keine Sonne genießen. Für den Abstieg wählen wir den Weg über den Gipfel und folgen dann dem ausgeschilderten Wanderweg zurück nach Zeniger. Die Via Sandra ist schon eine recht anhaltende Tour, bietet aber fantastische Kletterei und ist mit einem zusätzlichen Kamm gut absicherbar. Topos findet ihr unter anderem auf der italienischen Seite der Erstbegeher arrampicata-arco.com oder auf bergsteigen.com.